Hallo zusammen und willkommen aus Hogsmeade. Ich begrüße euch hier aus diesem kleinen, verschlafenen, magischen Dorf. Und wie wir sehen, die Personenmagnete funktionieren. Hier stehen tatsächlich Leute. Was ich auch mal gerne kontrollieren würde, ist, ob mittlerweile hier Leute hochfahren. Das sieht aber nicht so aus. Oder? Nee. Okay, das funktioniert einfach noch nicht so ganz, dass Leute hier hinfahren und dann zu dem Personenmagneten hinlaufen, der hier in diesem kleinen Häuschen drin ist. Aber sei es drum. So, dann fliegen wir mal wieder zurück. Ach ja, ich habe ganz vergessen, dass ich dieses Bahnhofs-Asset hier hingestellt habe, weil ich mir dachte, vielleicht kann man ja irgendwie selbst versuchen, mittels Spitzkehren und Gleise hier diesen Bahnhof funktional zu machen. Aber ich habe mich da jetzt noch gar nicht drum gekümmert und habe mir jetzt gerade gedacht, was ist das? Okay, kümmern wir uns wann anders darum. So. Ja, die Ecke hier vorne ist ein bisschen vernachlässigt worden. Also dachte ich, mir könnte man auf jeden Fall einen Personenzug machen, der von Waldhofen hier nach London fährt. Und dann... Ja, was macht er denn dann? Ja, dann kratzt er hier die Kurve und fährt nach Firnberg. Das wäre doch was. Genau. Und dann vielleicht weiter nach Bexbach. Das überlegen wir uns mal. Dann würde ich sagen, stoppe ich mal das Spiel an dieser Stelle und reiß mal hier in Firnberg ein bisschen Stadt ab. Das mache ich am liebsten, das wisst ihr ja. Leute aus ihren Häusern vertreiben. Was gibt's Besseres? Gucken wir erstmal, überlegen wir mal, wie wir den Bahnhof hier entstellen. Ich würde den einfach straight wieder hier so durchstellen. Gucken wir, was wir für Bahnhöfe haben. Na gut, nichts Besonderes in diesem Sinne, nichts Neues. Kanjis, ach ja, der funktioniert ja nicht. Schade. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal hier. Können wir den? Ah ne, der funktioniert auch nicht. Nichts funktioniert hier. Eieiei, dann nehmen wir den hier. Machen das Ganze mal achtgleisig. 240. Ist das ein potenzieller ICE halt? Vielleicht. Nehmen wir mal die 280. Ach komm, was kostet die Welt? Nehmen wir die 320. Okay, und den Bahnhof würde ich eigentlich am liebsten genau hier so straight durchstellen. Cool. Holen wir den Bagger raus. Bye bye. Tschüss. Auf Wiedersehen. Gute Nacht. Guten Morgen. Was auch immer. Tschüssikowski. Oh, nicht die ganze Stadt abreißen. Nein. 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 Nur die Straße. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Wiederhin. Mach's gut. Bye bye. Du auch. Du auch. Du auch. Du auch. Auch gut. Hervorragend. Das hat Spaß gemacht. So, flachen wir uns das Ganze mal hier ab. Und den Bahnhof hätte ich irgendwie gerne erhöht. Was auch nicht. Wobei, naja. Das machen wir irgendwo anders. Bahnsteigshöhe, nehmen wir die 760, 5 Meter, DB 2011, Gleistyp lassen wir auf, nein, nehmen wir Hochgeschwindigkeit, Oberleitung ja. Nehmen wir eine Überführung. Und gib mir viel Dach. Perfekt.
Dann geben Sie mir doch noch ein paar Passagiergebäude. Funktionierst du eigentlich hier so? Nö, irgendwie nicht so. Ach, ich reiß dich besser ab. Ah, nehmen wir dich hier. Ich mag diese Gebäude wirklich sehr. Und hier nehmen wir mal das. Nehmen wir noch ein drittes. Gefällt mir. Und verbinden das erstmal provisorisch mit einer Straße. Wohl im Wissend, dass das erstens ziemlich hässlich aussieht. So. So, das passt. Und hier auf der anderen Seite auch noch mal schnell. Finde ich ganz cool, dass wir hier so ein bisschen was Erhöhtes haben. Sieht zwar doof aus, aber ich finde es in Ordnung. Wie kommt man von der einen Seite auf die andere Seite? Da würde ich sagen, nimm mir diesmal mal eine Unterführung. Wir machen ja sonst immer Überführungen. Wobei der Platz ist schon eher wenig, ne? Hier unten vielleicht. Ja, schlecht. Naja, gefällt mir nicht. Nimm mir eine Brücke. Wie kommen wir jetzt hier wieder runter? Das hätte doch was. Das gefällt mir. Nämlich, auch wenn das bisherige Problem noch nicht entschärft hat. Langsam runter. So. Und jetzt wieder eine Brücke hier drin. nee. Kann ich hier einfach raus, ohne dass das doof aussieht? Tatsache. Gefällt mir. Ist doch gleich irgendwie, hat so einen gewissen Wiedererkennungswert, ne? Und jetzt, nehmen wir noch die Straße. Schwingen einmal rundher. Vielleicht breitet sich ja die Stadt hier aus, deshalb mache ich auch direkt mal eine städtische Straße hin. Wer weiß. Cool, Firmenberg. Schlechte Idee, Firmenberg, hier eine Straße hinzustellen. Okay, dann. Wer braucht auch noch einen Bahnhof? Waldhofen. Waldhofen ist ein guter Kandidat für einen
Für so einen kleinen, hübschen Kopfbahnhof. Oder für so einen Hochbahnhof, den habe ich ja noch gar nicht. Bin eigentlich nicht so ein Fan von diesen Hochbahnhöfen. Also jetzt nicht speziell von diesen Hochbahnhöfen, sondern von Hochbahnhöfen im Allgemeinen. Ja gut, 140 Meter als Bahnsteigslänge ist halt echt nicht so, was es mit S-Bahn Berlin oben steht. Oh, hat das Ding Oberleitung? Ja, ne? Plattformlänge 175 Meter. Das ist okay für so ein... Das soll mehr so ein Regionalzug werden. Logos bitte leuchtend. Fernbahn. Achso, Moment. Wir haben ja gar keine Oberleitung hier unten. Hä, doof. Ah, schade. Ich find das nämlich echt hübsch. Was hast du für eine Länge? 240 Meter. Das ist okay. Hier so? Ja, das würde mir gefallen. Habt ihr gerade ernsthaft die Straße wieder eingestellt? Ihr Clowns. Zack. Straße. Nehmen wir den hier. Finde ich die richtige Straße. Naja. So, zack. Und zack. Können wir eigentlich hier drunter her? Tatsache, das funktioniert. Witzig. Okay. Gleise. Nehmen wir mal die 160 km/h Gleise. Und so. Das sind die rechten Gleise. Dann einmal hier rein. Die linken Gleise. So, eine Weiche. Das passt. Okay, und dann sind wir ja fast schon da. ich würde sagen, wir gehen irgendwo mal hier so mittendrin straight rein. Was mit hier? Das Gleis direkt mit. Dann können wir mal ein bisschen am Gleisvorfeld werkeln. Brückenpfeiler-Kollision. So. Hier machen wir mal eine Weiche rein. Noch eine Weiche, weil wir es können. So, hier auch noch ein Gleis raus. So, dann würde ich sagen, nehmen wir hier diese Gleise.
Wir müssen jetzt gleich eigentlich schon die Kurve machen, ne? Ich würde hier so gerne oben drüber. Genau. Und dann nehmen wir hier auch so eine alte Brücke. Passt das von den Oberleitungen? Hier haben wir gar keine Oberleitung. Das würde aber im Leben nicht passen. Ja, wobei doch, könnte eigentlich passen. Brücke gefällt mir. Nehme ich. So. Sind wir schon zu weit? Bisschen zu weit geschwungen. Ach Gott. Komm schon. So, Tunnelportal habe ich leider immer noch keine neuen installiert. Zack. Gefällt mir. Einmal hier da so rein. So, und dann würde ich sagen, können wir hier auch mal so eine Weiche mal hinmachen, weil wir es können. So, dann sind wir hier vorne in diesen Gleisen hier drin. Sind dann einmal durch King's Cross durch und kommen dann hier bei diesen beiden Gleisen raus. So, wo wollten wir denn hin? Erstmal geradeaus weiter, ne? Ich würde sagen, wir machen mal den hier so. Und legen uns dann hier nochmal einzeln Gleise hin. Einmal hier rein, einmal da rein und jetzt gehen wir mit einer Weiche in diese Gleise hier rein. So, dann sind wir jetzt hier vorne. Wo wollten wir hin? Da hinten hin. Ich sehe Schlechtes für diese Straße voraus. Bye bye. So, ich wollte die Straße zurückhaben, ne? Da. So einmal drüber. Nö. 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 Zu wenig Pfeiler, zu viele Pfeiler. Das gefällt mir. So.
So. Fertig mit dem Meckern. So, und dann... Ja, jetzt müssen wir hier noch irgendwie rüber. Ich würde sagen, wir machen mal hier vorne eine Brücke hin. Hier so. Mhm. Dann nehmen wir die hier. Die gefällt mir nämlich sehr. Jetzt werden wir aber im Leben nicht auf diese Brücke drauf kommen. Dann machen wir eine etwas gebogene Brücke. Ja. So. Aha. Nee. Mit M vielleicht? Ja, da haben wir den Brückenpfeiler Collision. Das möchte ich eher vermeiden. Dann machen wir das anders. Mhm. Ups. So, einmal hier drüber. Und ihr habt schon wieder eine Straße hingebaut, ihr Clowns. Ich hoffe, das hilft euch. Ich würde gerne hier dieses mittlere Gleis. So, und dann einmal hier rein. Zack. Zack. Und zack. So. Dann hier ein Signal hin. Da kommt Le Block. Noch ein Block. Also viele Blöcke, nicht dass Sido gleich irgendwo auftaucht. So, dann sind wir auch schon in London. Dann kommt mal hier ein Signal auf jeden Fall hin. Dann wollten wir hier diese Gleise, ne? Mhm. So. Dann einmal nach dem Tunnel. Und hier vorne ist die Weiche. Das passt von den Signalen her. Was haben wir denn hier? Ach, da sind noch zwei weitere Gleise außen. Nice. Linie E. Waldenhofen. London. Friedberg. Firmberg. Friemberg, meine Güte. Und zurück nach London. Mal sehen, ob das funktioniert. Nicht zweigleisig. Das ist nicht cool. Warum nicht? Weil du vermutlich hier in London ins falsche Gleis gehst, ne? Ja. Das dachte ich mir schon. Also geh mal bitte auf die 4. Und auf dem Rückweg gehst du in die 3. Genau. Und dann ist das Ganze auch schon zweigleisig. Dann ist das der RE 65. Weil, warum nicht? Dann wollte ich hier noch in London ein bisschen malen. Beziehungsweise erstmal gehen wir mal mit dem Terra-Tool hier mal ein bisschen drüber, damit das nicht mehr ganz so grässlich aussieht. So, hier vorne auch.
bisschen Straße übrig geblieben. Oh, das passt, glaube ich, alles. Hier vorne gehen wir auch noch mal ein bisschen drüber. Das soll ja auch ein bisschen was fürs Auge sein, ne? Und dann hier in London wird noch ein bisschen rumgemalt. Nehmen wir mal dafür den guten alten Ballast. Äußerst belastend. So, haben wir. Sehr schön. Wir können, glaube ich, das Spiel auch wieder laufen lassen mittlerweile. Speichern aber einmal ganz kurz zwischendurch und dann kaufen wir uns die Züge. Und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht in der nächsten Folge auch mal mitfahren können. So, hier vorne haben wir definitiv kein Depot. Hier in London haben wir ein Depot, das nicht mal elektrifiziert ist. Da hinten haben wir auch keins. Würde ich sagen, das bietet doch die Möglichkeit, okay, diese Weiche wird auf jeden Fall mal neu gemacht. Das ist ja mal ganz klar. Aber das bietet die Möglichkeit, dass wir, sagen wir mal, hier irgendwo ein Depot hinstellen. Nehmen wir mal, nee, das passt nicht zu London. Nehmen wir mal das hier. Ups, falscher Knopf. Statt auf N drücke ich immer auf B. Dass wir das hier so mittendrin irgendwo hinstellen. So. Und dann müssten wir ja auf diesen Gleisen sein und dann müssen wir nur noch hier rüber. Jo, okay, so. Züge kaufen machen wir noch zusammen. Nehmen wir mal so ein paar. Ja, so, was nehmen wir denn? Nur einen Triebwagen. Einen zumindest wäre schon mal nicht schlecht. Elektro. Das ist jetzt keine Fernverkehrsstrecke, würde ich mal einfach sagen. Haben wir schon die 420er? Ja, ne? Oh, hier so eine 423 wäre doch was. Hier S-Bahn Rhein-Main, eine Doppeltraktion mit Edeka-Simmel. Du kannst schon mal los. Dann Passagierwagen. N-Wagen haben wir jetzt neulich uns gegönnt. Da kommen wir definitiv noch mehr auf die Strecke. Gar keine Frage. Und wir haben noch so viele Wagen, die wir verwenden können. Dann machen wir das auch auf jeden Fall. Das sind alles jetzt mehr so Fernverkehrswagen. Hier so ein Interregio. X-Wagen. Haben wir X-Wagen? Ich glaube, ich habe keine 143, dann passt das nicht so gut. Nehmen wir mal hier so ein Interregio. Erste, zweite Klasse. Dann nehmen wir noch eine reine erste Klasse. Zweite Klasse, zweite Klasse. BOMZ, zweite Klasse, zweite Klasse.
Ah, hier sind die Flixtraden-Wagen mit dabei. Wo ist der Steuerwagen? Gesucht ist der Steuerwagen und als Lok passenderweise die 182. Ich glaube, wir haben aber die 181 schon, ne? Ach, schwer, sowas zu entscheiden. Wo sind denn eigentlich unsere 100? Ach, da. Ich wollte gerade fragen, wo sind unsere 101er hin? Hier. Das sieht doch passend aus. Zack. Und dann nehmen wir noch. Ich hätte gerne hier so eine wundervolle Altbau-Lok. Nehmen wir was mit dir. Bis 80 ist mir ein bisschen zu langsam. 100. Was, die haben wir, glaube ich, erst letztens uns gekauft, ne? Hier. Eine AE66. Das sieht doch gut aus. Passagiere. Du kannst schon mal auf deine wilde Fahrt. Bayerische Schnellzugwagen mit einer AE66. Wobei diese SBB. Ja. Oh ja, sowas hier. Ja, perfekt. Zweite Klasse. So. Ach Moment, das sind Gepäckwagen, ne? Dann nehmen wir erstmal die erste Klasse. Das waren die falschen. Speisewagen, zweite Klasse. Zweite Klasse, zweite Klasse. Und noch ein Wagen, der Gepäck transportieren kann. So, ich würde sagen, das passt, glaube ich, für diese Strecke ganz gut. Gucken wir uns mal die Züge noch kurz an. Können uns ja mal. Hierhin hinstellen. Na, wann kommst du? Da ist der Kollege in der 423. Sehr schön. Und der andere, das ist unsere 101.
Da stehen sogar Leute am Bahnsteig. Wahnsinn. Sehr schön. Tatsache. Hier auch. Hier auch schon. Sehr schön. Gefällt mir. Okay, gut. Dann danke ich euch recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Macht das gut und auf Wiedersehen. Tschüss.